Mit der Reform will die EU das Urheberrecht an die heutige Zeit anpassen. Im Kern sollen Internetplattformen dazu gebracht werden, dass keine Inhalte bei ihnen auf den Seiten landen, für die die Urheber keine Lizenz erteilt haben. Künstler, Schriftsteller oder Journalisten sollen besser an den Erlösen ihrer Werke beteiligt werden. Berufsverbände wie der Deutsche Journalistenverband begrüßen das. Vor allem Internetriesen wie Google mit seiner Videoplattform YouTube oder Facebook sollen dazu gebracht werden, dass Kunst- und Medienschaffende für ihre Werke besser vergütet werden. Kleinere Firmen sollen von den neuen Regeln ausgenommen werden. Besonders umstritten ist Artikel 13 der neuen Richtlinie. Demnach müssen die Plattformbetreiber verhindern, dass urheberrechtlich geschützte Werke auf ihren Seiten zugänglich sind. Um nicht wegen Urheberrechtsverletzungen haftbar gemacht zu werden, könnten die Betreiber sogenannte Upload-Filter verwenden. Sie erkennen solche geschützten Inhalte automatisch und verhindern ein Hochladen. Kritiker sehen in Upload-Filtern den Anfang vom Ende des freien Internets. Sie fürchten, dass die Filter auch vollkommen legale Inhalte blockieren könnten. Ein satirischer und kreativer Umgang mit Texten, Bildern und Audiodateien werde dadurch behindert, etwa bei sogenannten Internet-Memes, in denen Netzinhalte satirisch verändert und viral verbreitet werden. Das EU-Parlament stimmt kommende Woche über die Reform des Urheberrechts ab. Die Richtlinie muss dann noch in deutsches Recht umgesetzt werden. Dabei hat der Gesetzgeber einen gewissen Spielraum. Laut Bundeskanzlerin Angela Merkel soll versucht werden, ohne Upload-Filter auszukommen.